Leute, ich werde heute nach über 200 Tagen wieder Fortnite spielen und was dann passiert, seht ihr in diesem Video. Hey Leute, Crymix hier, was geht ab, Paul Berge? Wir werden heute mal wieder Fortnite zocken, ihr habt richtig gehört, Leute, denn gestern kam die neue Season raus und wir starten jetzt erstmal hier wieder Fortnite und... Leute, ich habe hier direkt ein Geschenk bekommen. Alter, was ist das denn? Von Nico, Dankeschön für das Geschenk, das ist wahrscheinlich schon richtig alt, tut mir leid, ich habe lange kein Fortnite mehr gezockt. Wir öffnen das jetzt einfach mal direkt, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Was hat er mir denn geschenkt hier, der Paul Berger? Was ist das denn? Jetzt lachen. Ein Emote. Dankeschön, Nico, wenn du das hier siehst. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um das hier zu checken. Auf jeden Fall danke. Wir werden das direkt mal ausrüsten, Leute. Noch ein Geschenk von Dark Trouble. Ey, Dark Trouble, danke. Ey, meine Abonnenten haben mir alle voll die Sachen geschenkt. Ey, vielen Dank dafür, Bro. Danke, Mann. Was geht denn jetzt ab? Oh, lol. Krass. Auch vielen Dank. Den werde ich auch direkt ausrüsten, Dark Trouble. Ey, ey, was geht denn jetzt ab hier? Ich starte hier nach Monaten mal wieder vor und ich kriege nur Geschenke. Hamudi Fly, danke. Oh, er hat mir hier sogar eine Musik geschenkt. Aber ich habe Musik aus. Trotzdem danke dafür. Ey, Hamudi Fly. Ey, Leute. Ich habe das Real Rap nicht gewusst. Ich starte hier einfach vor. Der dachte, ich kann jetzt hier direkt loslegen. Jedes Herz. Ey, danke schön, danke schön, danke, Leute. Noch von Hamudi Fly. Komm ich jetzt hier mal zum Fortnite zocken, bitte? Kann ich jetzt hier mal Fortnite zocken? Okay, danke auch für den Banner, Bro. Hamudi Fly, danke noch. Mensch, Hamudi, Alter. Hamudi Fly. Noch ein Banner. Danke auch dafür. Darf ich jetzt... Darf ich jetzt hier mal bitte die neue Season zocken? Season 4 in Chapter 3. Frostige Freunde, danke auch nochmal, Hamudi, für die Hacke. Komm, die rüsten mal direkt auch aus, auch auf Ehre. So, wir haben es geschafft, Leute. Let's go. Ich würde sagen, wir schauen hier mal noch direkt in den Battle Pass Trailer rein, Leute. Den habe ich nämlich noch gar nicht geschaut. Boah, da ist ja alles verchromt. Was geht denn jetzt auch? Warum ist hier denn überall Chrom? Baby. Also Leute, ich habe Re-Rap geschaut. Mein letztes Fortnite-Video, Hide and Seek, 2 Monate her. Aber das letzte Mal Battle Royale richtig gezockt, 6 Monate her. Also ich bin komplett raus aus Fortnite. Ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. Irgendwie gibt es jetzt hier so eine Chrom-Leute. Boah, man kann sich in so Schleims verwandeln. Das müssen wir auch gleich mal testen. Ist das irgendwie so eine Chromwaffe? Dann gibt es irgendwie hier so fliegende Städte jetzt. Dann kann man jetzt irgendwie durch Wände gehen. Boah. Alter, hey, was ist das denn für eine Waffe, die es jetzt hier noch gibt? Alter, und wer ist das denn hier, welcher Paul Berger? Ich glaube, dass da irgendwie die Chromkönigin oder so. Boah, okay, also sieht schon mal nicht schlecht aus. So, komm, Battle Pass kaufen wir uns natürlich direkt hier wieder, Leute. Obwohl, nee, bevor wir... Abbruch. Bevor wir uns den kaufen, bevor wir uns hier generell V-Bucks kaufen. Leute, ihr wisst doch Bescheid, ihr könnt mich wie immer kostenlos supporten mit dem Creator-Code iCrymaxOG. Der geht alle 2 Wochen raus. So, einmal hier eintragen. So, iCrymaxOG für Original iCrymax. Ihr wisst Bescheid, annehmen, eintragen. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid, Leute. So, und jetzt gönnen wir uns hier erstmal nochmal schön V-Bucks. Komm, wir laden hier einfach mal kurz hier... Zack, 13.500 V-Bucks auf. So, Leute, hier fast 15.000 V-Bucks aufgeladen. Let's go, Battle Pass. Wo ist er? Hier, hol dir den Battle Pass, natürlich. So, ja, natürlich hier Battle Pass kaufen. Oh. Bestätigen und Level hinzufügen. Ja. Bam, Battle Pass, let's go. Ich hoffe, hier gibt es irgendwelche krassen neuen Sachen oder so. Irgendwelche coolen Skins. Oh, okay. Das ist hier wohl der Startskin. Ja, dankeschön für die Battlesterne. So, jetzt können wir natürlich hier wieder mit den Battlesternen erstmal alles durchkaufen. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken, was hier so alles gibt. Gibt es hier irgendwas Krasses? Ja, komm, wir kaufen mal kurz alles durch, Leute. So, hier 11.200 V-Bucks kostet das. Leute, macht es nicht nach. Ihr wisst, ihr seht ja hier in meinem Video, was dann passiert. So, Battlesterne. Und jetzt, ja, jetzt kann ich ja einmal alles hier durchkaufen, oder nicht? Ja, hier bitte einmal... Oh, weiblicher Spider-Man. Lol, das sehe ich ja jetzt erst. Bam! So, alles gekauft, Leute. Wir werden jetzt hier mit dem weiblichen Spider-Man spielen. So, hier nochmal der ganze Battle Pass. Also, Leute, ich will jetzt hier nicht ein Battle Pass Review machen. Oh, coole Spitzhacke. Also, wenn ihr den Battle Pass interessiert, schaut euch da vielleicht ein eigenes Video dazu an. Ich will das hier gar nicht jetzt großartig... Oh, das ist, aber... oh, ist auch ein cooler Skin hier. Das will ich jetzt hier gar nicht alles so ausführen, weil wir wollen natürlich jetzt hier gleich mal zocken. Wir holen uns natürlich jetzt hier den besten Skin direkt mal. So, wo ist hier der beste Skin? Zack, 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 schnell durch. So, hier weiblicher Spider-Man, Leute. Let's go. Oh, und die kann man einmal mit Maske und einmal ohne Maske anziehen. Aber mit Maske ist auf jeden Fall viel cooler. Eigentlich müssten wir jetzt noch eine coole Skin-Kombination hier raushauen. Irgendwie noch einen coolen Backbling dazu.
Oh, das passt eigentlich auch farblich. Ich will jetzt hier gar nicht zu viel Zeit hier im Spinnen verschwenden. Aber irgendwas farblich Passendes, Leute. Ihr kennt mich ja noch von früher. Ich habe ja immer damals die krassesten Skin-Kombinationen hier rausgehauen. Oh, das sieht eigentlich cool aus, Leute. So, die Spitzhacke nehmen wir hier auf jeden Fall noch mit rein. Und dann würde ich sagen, let's go, Leute, in eine Runde. Oh, Leute, ab geht's. Wir zocken unsere erste Runde in der neuen Season, Leute. Kapitel 3, Season 4. Ich bin hier gerade eben schon einmal kurz bei dem Sturm hier gelandet, weil ich gucken wollte, was da so abgeht. Aber dann bin ich rausgegangen. Das heißt, das ist jetzt wirklich erst die erste richtige Runde, Leute. Let's go, weil ich habe da schon gesehen, da gibt es so ein Chrom-Tornado, Leute. Let's go. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Lang kein Fortnite mehr gezockt. Ich habe wahrscheinlich hier gar nichts mehr drauf, Leute. Ich habe wahrscheinlich hier, keine Ahnung was, ein Aim wie ein Monkey oder sowas. Keine Ahnung. Okay, wir landen da jetzt mal. Alter, das sieht ja auf jeden Fall schon mal krass aus. Überall diese Chrom-Optik, ein Chrom-Tornado. Let's go, Freunde. Okay, wir gucken jetzt erstmal direkt. Kommen hier Leute mit uns? Ey Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich sage euch ehrlich, was ist das denn hier, wo wir drauf... Oh, man kriegt hier einen Boost. Oha, was ist das denn? Leute, ich sehe hier noch gar nicht durch. Oh, hä? Man kann sich hier in so einem Chromschleim... Ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie Venom, ne? Ich fühle mich irgendwie wie eine Art... wie eine Mischung aus Silver Server und Venom. So ein Symbiont. Oh, hier landet jemand. Nein, da ist die Königin. Da ist die Chromkönigin von gerade eben. Und irgendjemand kämpft da gegen die... Die spawnt Wölfe. Die spawnt ja Wölfe, Leute. Okay, Leute, mit der lege ich mich jetzt mal nicht an. Ich habe noch gar keinen guten Loot. Habe auch kein, Dings... Was ist das denn hier? Hab auch noch kein Schild. Alter, holy moly Macaroni. Ey, man kann hier richtig cool rumjumpen. Die Kisten sehen auf jeden Fall auch sehr cool aus. So, das nehmen wir mal mit hier. MPs haben wir dabei. Noch eine schöne Pumpgun wäre jetzt auf jeden Fall was saftig-knaftiges. Okay, Sturmgewehr, schmeckt. Was passiert denn, wenn wir hier in den Tornado reingehen, Leute? Lasst jetzt hier mal ein Like und ein Abo da. Wow! Oh mein Gott, okay, das ist sehr cool. Man wird hier so hochgeschleudert. Wir gucken uns das Ganze mal von hier oben an. Weil gerade eben war ja hier ein anderer Spieler. Ja, okay, ich sehe da den anderen Spieler. Können wir richtig schön mitnehmen. Hey, hallo, kannst du mal bitte aus dem Schleim rausgehen? Oh, jetzt schießt die Königin mich an. Jetzt schießt diese Chromkönigin mich an. So ganz sehe ich mit dem Schleim hier aber noch nicht durch, Leute. Wie man da rauskommt und wie man da reinkommt immer, aber... Ja, guck mal, unten ist was macht. Verwandelt er es jetzt einfach in den Schleim? Ich will doch gar nicht der Schleim sein gerade. Was passiert hier? Egal, wir haben einen Kill gemacht. Oh nein, das sind die Wölfe. Das sind die Wölfe. Ey, Bro, ich habe jetzt keinen Bock, mit einem Wolf zu kämpfen. Muss nicht sein, Bruder. Muss nicht sein. So, wie kommen wir da jetzt am besten wieder hoch, Leute? Oh, ich bin überfordert. Ich bin hier überfordert. Ein halbes Jahr kein Fortnite mehr gespielt. Auf einmal ist hier alles Chrom. Irgendeine komische Königin greift mich mit ihren Chromwölfen an. So, erstmal kurz hier klarkommen. Was sagt eigentlich die Zone? Okay, wir sind gut in der Zone. Alles gut, aber ich brauche auch mal unbedingt Blue Life, Leute. Ich habe gar kein Blue Life. Warte, wir gehen nochmal kurz auf dieses Jump-Ding hier drauf. Und dann jumpen wir einfach darüber und versuchen nochmal abzusneaken. So. Und let's go! Woo! Baby! So, weg mit dir, Schmutzbengel. So läuft das hier. Ey, Crymix ist jetzt wieder back in Fortnite. Oh, ich glaube, die Wölfe verfolgen jetzt mich. Nee, nee, nee. Wir sneaken uns mal hier kurz vorbei. Kommen die zu mir? Nee. Eigentlich Hard of Heart müssen wir uns gleich mal mit dieser Königin anlegen. Da bekommt man safe irgendwas Krasses, Leute. Da bekommt man doch safe irgendwas Krasses. So, erstmal aber schnell. Ey, jetzt kriegen wir ja auch noch Fallschaden. Also ich muss sagen, diese Chrom-Schleim-Dinger, muss ich sagen, sehe ich noch nicht so ganz durch. Weil irgendwie, ohne dass man was macht, verwandelt man sich auf einmal in die. Und man kommt da irgendwie auch erst wieder raus, wenn man dann irgendwie so seine Waffen zieht. Ich weiß nicht, was ich so ganz davon halten soll, Leute. Oh, hier sind diese Schleimkapseln auch. Wenn wir die jetzt hinwerfen, dann haben wir irgendwie, sind wir irgendwie schneller und sowas. Die geben irgendwie so eine Schleim-Superkraft. Oh, die Zone kommt jetzt auch gleich schon, aber kein schlechter Start. So, wir gehen jetzt mal hier in den Tornado rein und gehen mal in die neue Zone rein. Wir brauchen unbedingt Blue Life, Leute. Das wäre so wichtig. Nee, nee, bevor wir in die neue Zone reingehen, ich hole mir da unten noch die Kiste. In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Blue Life absneaken. Ist hier noch irgendwas Vernünftiges? Boah! Habt ihr das gesehen? Man kann hier durch diese Wände durchsneaken. Total crazy. So, komm, wir gehen jetzt in den Tornado rein. Das wird mir hier zu bunt. Oder beziehungsweise mir wird das hier zu chrom. So, wo gehen wir hin? Komm, einfach mal schön Tilted Towers. Ich will jetzt einfach nur schön nach Tilted Towers gehen. Oder irgendwo, wo normal ist, ohne dieses Chrom. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz Fan davon, von diesem Chrom hier mäßigen.
So, wir greifen jetzt mal die Chromkönigin nicht an, Leute, weil ich will hier lieber mal einen Win holen, weil ich, am Ende ist die so overpowered, wie damals The Rock war und dann kassieren wir hier direkt wieder. Muss nicht sein. Boah, ey, wir bleiben trotzdem als dieses Chromding hier, obwohl die Chromwelt hier vorbei ist. Als dieser Chromschleim. Wie gesagt, Leute, so ganz sehe ich hier noch nicht durch. Meine erste Runde. Oh, da ist eine Kiste. Hallo, kannst du bitte aufhören, als Chrom unterwegs zu sein? Ey, warum verwandelt er sich? Achso, hä? Wir gehen durch die Decke durch? Oh, Leute, ich bin so lost, ne? I'm sorry. Es tut mir schon leid hier, meine Lostness. So, jetzt gucken wir uns die Teile hier nochmal an, diesen Chromstein. Wenn wir den jetzt auf den Boden werfen, was passiert dadurch? Zum Blob werden. Dadurch können wir zum Blob werden. Okay, alles klar. Ist cool, um sich schnell über die Map vorzubewegen. Dafür ist das auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht. Was sagt die Zone? Okay. Alles gut. So, ich gucke nochmal, dass wir hier ein bisschen Blue Life finden. Ein paar Kisten, ein paar Biggies, Miggies und so. Gib mal ein paar Biggie Miggie. Ja, Digga, das ist es doch. So, ich nehme dieses Schleimzeug jetzt auch gar nicht mehr mit. Ich will das nicht haben. Du kannst deinen Chromschleim für dich behalten. Ich bin halt so ein Oldschool. Leute, ich bin so ein... Warum verwandle ich mich denn jetzt schon wieder? Ich bin mehr so ein Oldschool-Fortnite-Spieler. Ich will einfach nach Tilted Towers gehen und glücklich sein und mich freuen. Oh, da vorne ein anderer Spieler. Boah, sehr weit entfernt. Sehr, sehr weit entfernt. Aber der muss zu mir kommen. Oh, der schießt auf den. Ey, wenn der andere mir jetzt den Kill klaut, raste ich aus. Okay, meiner. Da kommt noch einer. Digga. Digga, mein Aim ist so... Oh mein Gott. Mein Aim ist so lost, Leute. Einfach so... Ey, Leute. Einfach zu lang kein Battle Royale gespielt. Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Halbes Jahr her. Oh mein Gott. So, schön hier ein bisschen Minis mitnehmen. Oder ein Biggie. Nee, wir nehmen lieber ein Biggie mit. Einen schönen saftigen. Oh, was ist das denn hier für ein Ding? Hä, was ist das für ein Schlüssel, Leute? Was habe ich denn jetzt hier gerade für einen Schlüssel mitgenommen? Da kommen noch irgendwo noch Schüsse, ja? Ich höre irgendwo Schüsse. Wow! Wie cool ist das denn? Oh, können wir auch hier oben auf dem Ding hier landen? Wir können jetzt die Kills absneaken. Ja, oh, schön den Kill geklaut, Leute. Haha, let's go. Oh, man kann hier Steine losrollen, habe ich auch nicht gewusst. Ey. Okay, der eine schießt schon hoch, der hat mich bemerkt. Aber ich habe absolut einen besseren Winkel als der. Schönen Header gegeben. So, und jetzt erstmal schön in die neue Zone fliegen. Oh, der schießt auf mich. Aufpassen. Nicht, dass der mir jetzt hier noch so einen Laser drückt. Oh. Also Leute, ich sage euch ehrlich. Hier neue Season. Wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich weiß es nicht. Diese Chrom-Sachen ist mal was anderes. Ist auf jeden Fall was anderes. Aber weiß ich nicht. So eine bessere Pumpgun wäre irgendwie auch mal eine nice Sache. Ich habe die ganze Zeit diese Schmutz-Pumpgun. Eine stärkere für den Nahkampf. Ich bin auch gerade richtig aufgeregt, weil ich so lange kein Ding mehr gespielt habe. Okay, die fetzen sich da hinten noch. Okay, Leute, wir laufen lieber in die Zone rein. Wir machen uns jetzt hier einfach mal gar keinen Stress. Ich habe sowieso Medkits. Okay, 16 Gegner noch. Boah, wenn wir auch hier auf die Karte schauen, auch da vor uns hier nochmal ein neuer Ort. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob gleich noch jemand hinter mir kommt. Außer der Wolf da. Weil da waren ja noch Spieler gerade. Jetzt müssen wir hier ein bisschen auf taktisch machen. Den taktischen Hasen aktivieren. Ich habe keinen Bock, jetzt hier im Late Game reinzuschoken. Da drüben war gerade jemand. Wo kommen denn die Schüsse her? Ich habe die ganze Zeit Schüsse hier vorne. Was ist das denn? Der ist gedownt. Das ist jemand, der gedownt ist. Okay. Ich dachte gerade, das wäre so ein... Oh Gott.
Ja, der wird eh von den. Der wird von den Wölfen da angegriffen. Guckt euch mal den Bubi an. Oh Gott. Ey Leute, mein Aim ist so schlecht geworden. Mein Aim ist so schlecht geworden, Leute. Oh mein Gott. Okay, die Wölfe fetzen sich hier. Brauche ich davon irgendwas? Nee, eigentlich brauche ich eh nichts. Alles gut, muss ich nicht zu den Wölfen hin. Boah. So. Aber das hier war Mr. Wildschwein. So, kann ich schaden, hier einmal durchzulaufen? So, wo ist der nächste? Wo ist der nächste Gegner, Leute? Wird das hier First Round, First Win oder was? Okay, wir gehen auf ganz taktisch hier rein. Neue Zone. Den taktischen Hasen. Schön über am Rand. Oh, oh, oh. Boah, Leute, wie habe ich hier gerade den Abstauber gemacht? Schön abgestaubt, sehr schön abgestaubt. Kann man nicht anders sagen. Okay, das sind jetzt die letzten 6 Gegner, oder? Ne, die letzten 5 Gegner. 7 Kills haben wir. Ey, was willst du, Mr. Huhn? Kann ein Huhn uns angreifen? Ey, beruhig dich, Mr. Huhn. Ey, ich wollte das ja nicht, Huhn, aber du hast mich angegriffen. Digga. Ich wurde noch nie in Fortnite von einem Huhn angegriffen. Seit wann werden die denn so wütend? Früher war das auch nicht. Wo sind hier die letzten 4 Gegner, Leute? Sind die letzten 4. Eigentlich können wir uns jetzt schon mal ein bisschen hier taktisch in der neuen Zone platzieren. So. Schön in die neue Zone Reno rein. Oh, da vorne ist einer. Ey, die letzten 2 Gegner, Leute. Okay, da ist noch einer. Hier ist einer, Leute. Und der andere war irgendwo da drüben. Der andere ist da. Oh, der hat High Ground. Okay. Okay, Leute. Das Ding ist, wenn ich jetzt schieße, verrate ich meine Position. Ich versuche ein bisschen den taktischen zu machen. Die sollen sich erstmal angreifen. Okay, da ist der eine. Wir sind gut in der Zone. Alles easy. Aber wo ist der andere jetzt hin? Den sehe ich jetzt nicht. Da hat einer geschossen. Wo ist der eine? Das macht mir ein bisschen Angst, dass ich den nicht sehe. Okay, hier ist einer. Ah, ne, okay, okay, die fetzen sich, die fetzen sich. Let's go. Let's go, jetzt greifen wir an. Jetzt greifen wir an. So, das ist der richtige Moment. Für Sneak hier. Für zum Absneaken. So, schnell, schnell, schnell. Jetzt müssen wir ganz schnell hin, Leute. Wir müssen jetzt schnell angreifen. Wo sind die? Wo sind die? Die haben es doch hier gerade. Nein, 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 Leute. Es ist zu spannend. Wo sind die? Gerade eben waren sie doch noch hier. Die leben beide auf jeden Fall noch. Hä? Sind die am Teamen? Leute, ich glaube, die Team muss hier gegen 2 kämpfen. Die sind doch hier gerade zusammen rumgelaufen. Wie kann das sein, dass beide noch leben? Oder sind die hier im Haus unter mir? Oh nein, Leute. Das ist echt spannend jetzt. Das ist sehr, sehr spannend. Okay, da unten ist einer. Ich will jetzt aber noch nicht losfeuern. Ich will nämlich erst wissen, wo beide sind. Okay, ich höre Steps unter mir. Okay, er ist im Haus unter mir. Er ist im Haus. Wir müssen auf jeden Fall hier in die Zone rein. Digga, jetzt ist das hier noch so ein spannendes Battle, oder was? Wir müssen aufpassen, dass der eine uns jetzt nicht von außen ausschießt. Einer unter uns und einer irgendwo. Wahrscheinlich außerhalb vom Haus. Er hat Shots kassiert. Digga. Das ist zu spannend, was gerade passiert, Leute.
Ey, die teamen doch, Mann! Ey, die teamen! Junge, die haben geteamt, Alter! Die spielen zu zweit, habt ihr es gecheckt? Oh, ganz Mikrofon hier vollgespuckt. Ey, nein, Leute, ich bin doch so dumm. Ich hab ja auch Duo gespielt. Ich dachte, die teamen da. Oh, ey, Leute, ich bin zu lost. Ich bin zu lost. Ich glaube, das war's erstmal wieder für Fortnite. Dann kommt nämlich sowas dabei rum. Einfach, ich dachte, ich hab Duo aus Versehen gespielt. Oh, ey, Leute, nee, das kann's keinem erzählen. Ich war so aufgeregt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute. Creator Kodai Kramix OG. Wer mich supporten möchte, ihr wisst Bescheid. Wer öfter Fortnite sehen will, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Kramix.